heard you like card games. This is gonna be... a colossal... card match! Hey there, people trash! Auf geht es! Das interessiert mich, was wir da eventuell noch freischalten können. Oh. Warte mal, es gibt verschiedene Planeten scheinbar. Oder Decks. Auf jeden Fall müssen wir mit Baby Violence anfangen. Ja. Wir haben den Minion unlocked. Wir können einen Minion auswählen, der an unserer Seite kämpft. Chunk Reactor. Chunker. Familia Mecha that specializes in defense. Ist das auch einer von Wolfstride? Eieieiei. Und den kannst du auch aufleveln. Es ist schon schön, was hier drin, ne? Distribute population? Warte mal, da kriegen wir reduce one cost. Ach, kriegen wir dann einfach das. Na, schauen wir mal, wie das läuft. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Population beibehalten. Würde ich zumindest mal jetzt sagen, ne? Okay, zwei Defense fallen, wenn immer wir eine Fusion machen. Okay. Auch cool. What? Ganz genau. Oh, 10 Schild klauen. Ja, das ist ja, das ist cool. Verteidigung können wir immer brauchen. Crocky. What the hell? Hä? Was ist los? Okay, er ist aufs Scheißhaus gegangen und da ist ein riesen Scheißhaufen schon drin gewesen. Alles, was ich wissen musste. Ja, danke schön. Oh, deswegen solltest du Veganer werden. Oh. Okay. Popflop-Sound. Ein Ei? Oh Gott, Doc, du bist eine Mami! Oder das wird das ekelhafteste Omelette, was wir je gemacht haben. Ja, moin. Das ist mein Kind, ich werde es nicht kochen. Hm. Okay. Na dann, wärmen wir das Ding doch mal auf, ne? Einfach im Deck behalten, damit es ausgebrütet wird. Könnte sogar hier hin. Ohne dass er uns hinterherkommt. Nee, gehen wir erstmal hier hin. Ich möchte den Planeten kolonialisieren. Endlich mal. Okay. Wir können zumindest ihn zum Explodieren bringen. Und ihn daran hindern, was zu machen, ne? Zack. Fast. Ja, jetzt schon wieder ein bisschen Damage gefressen, ne? Was ist denn knochenbrüchig? Okay, kriegt mehr Damage diese Runde. Okay. Na, wenn wir das fusionieren, würden wir nochmal 4 Dings kriegen. Ja, gib mir das mal. Ich versuche mal mit Fusionieren und sowas. Okay, reduce one cost. Aber eine Random-Karte wird abgeworfen. Dann können wir das hier kostenlos machen. Gucken wir mal, ob wir den Planeten jetzt besiedeln können.
Was ist das denn hier? Er heult. Okay, 10 Damage wird gemacht. Ich hätte ihn zuerst spielen sollen, ne? Huh? Brüten wir das Ei doch mal, hä? Ah, ich dachte, ich kann das mit Chunk verbinden. Im Prinzip kriegt er dann, würde er mehr Damage verursachen. Gib mir mal hier den Sch. Ja, natürlich wirft er die 5 ab. Ist völlig okay. Ah, nicht die 5, 7 waren es jetzt, glaube ich, sogar, ne? Eieieiei. Ah. So. Besiedelt. Was kriegen wir dafür? Mhm. Okay, wir können einfach eine Karte von Anfang an spielen, wenn wir wollen. Ist das... Ist das hier der Onkel von Fancy Boy? Stimmt, ist das der Onkel von Fancy Boy? Oh, da ist Crocky! Kann man auch nochmal entwickeln, ja, wie cool. Das ist geil. Das ist sehr cool. Ich dachte, wir kriegen plus 4. Plus 4 Verteidigung, wenn wir das fusion. Interessant. Interessant und nicht cool. Wer es aufs Maul kriegen, ist auch nicht geil, ne? Von dem Ufo-Kondom, ey. Crap. On Fusion increase plus 4. Vielleicht, wenn wir die beiden miteinander fusion. Okay, irgendwas, was eventuell useful sein wird. Alles, was man pulverisieren kann, ja? Ja, dann lieber den dunklen Kristall. Ah, da kann ich nicht mehr hin. Okay, Armor Bash, das heißt, die Armor muss weg. Die Armor muss weg. Ja, gib mir das hier, dann beiß ich da mal kurz 10 Armor raus. Okay, kann ich euch verbinden? Nein. Das ist doch Kacke. Ach, warte. Vielleicht werden wir was anderes fusionieren, dass er dann 4 Armor bekommt. Nee. Nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Also keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber für uns funktioniert es nicht.
Macht auch keinen Schaden. Du machst 9, oder? Ja. Ja, das ist zu viel Damage. Scheiße. Die Junkets funktioniert nicht. Ich werfe mal die Dudes ab. Ich möchte... jetzt reicht's natürlich nicht, ne? Hätte der jetzt den abgeworfen? Ja, das hätte mir nicht gefallen. Ganz und gar nicht. Junk Turret vielleicht. Aber dann müssen wir das mit den Fusions auch mal so ein bisschen... Was ist das hier? 50% mehr Damage für die Armor. Das ist aber auch krass. Aber ich möchte mal hier das auswählen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das jetzt großartig funktionieren soll, ne? Er hat auf jeden Fall... 30, gib mir das Ding hier. Dann futtern wir auf jeden Fall mal 10 Schilde weg. Und kommt immerhin 3 Population an. 2, Entschuldigung. Auch Erfahrungspunkte. Na gut, wir hätten ihn mit dem da eigentlich wegmachen können, ne? Machen wir auch. Okay, ihn konnte ich jetzt fusion. Oder fusionieren. Vielleicht müssen wir ihn einfach auf was draufziehen. Oh, okay. Dann macht er automatisch 6 Damage, wenn wir das machen. Ja, wie cool. Damage kriegen wir. Könnt ihr das auf einen Damage runterschrauben? Hm? Ist okay. 3 Damage. Natürlich die Frage. Warte mal, wenn ich den jetzt hier drauf mache. Nee, dann wird das zu einem Meatball. Keine Ahnung, wie das ist, gehandelt wird, ne? Warum waren das nur 2? Das ist natürlich auch interessant, ne? Okay, schau mal, wie wir jetzt hier durchkommen. Ich glaube, ich möchte das hier. Also. Planeten kolonialisieren, schauen wir mal. Das ist wieder Gaias Altar. Können wir mal was anderes reinstecken? So. Aber hier. Die da hier frei, ne? Dann nehme ich.
nehmen wir denn da? Nehmen wir Crocky? Nehmen wir Crocky, ja. Ah, da macht er aber nur 9 Damage. Crap. Eieieiei. Zählt das? Nein, nur wenn da Platz ist, können wir den schwächen auf die Art und Weise. Ah, schmerzhaft, ne? Leicht schmerzhaft. Hey, Croc ist wieder da. Das lief ja richtig gut mit ihm, ne? Hm, 12 auf alle Gegner. Das wird alle unsere Defense rausnehmen. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Das schmeißen wir aber in den Altar. Wenn wir das hier kriegen. Nicht wirklich, ne? Schade. Okay, lass mal gucken. Wir machen hier... Junk, Trash und Junkamari. Guck mal, was dabei jetzt rauskommt. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Ob das mattert oder nicht. Wir kriegen wieder eine Chimäre. Also, komisch. Ist das immer so oder hängt das davon ab, was wir da reinschmeißen? Gib mir das hier. Ich kann's nicht. Ich bin doch. Säckel, ey. Carajo. Es sind auch noch verwundbar. Ja, moin auch, ne? Kriegen wir da 10 rein? Nein. Ich könnte mir 8 Verteidigungen dazu packen. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, 24 Schaden machen ist nicht so cool. Das würde sich, wenn wir dann den ganzen Schaden fressen würden, ne? Ja, klasse. Raw Fury. Ja, das ist sehr cool. Oh, Krokira. 9 Damage, 2-mal. Schön, dass wir das Ding entwickelt haben, ne? Heavy Shuttle. Ne, ich will den Gorilla haben. Gib mir die Ape. Wie sie aussehen, Alter! Protect Pinky. Cute Attack. Du bist Pinky, ja? Was wollen wir denn zuerst machen? Wäre es mit denen rauszunehmen, ja? Was will ich? Gucken wir mal. Oh nein, nicht Junk. Ach doch, Junk.
nicht das getroffen, was ich eigentlich haben wollte, ne? Ja, wir können den ausnehmen. Immerhin einer weg, ne? Ah, oh, wir haben ihn aufs Maul gekriegt. Warum das denn? Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ja, ach, halt die Cute Attack, ne? Shut up and train. Schade, dass wir nur einen davon ist da reinkriegen, ne? Ja, also wir kriegen stark auf den Sack. Okay, der macht jetzt erstmal nichts. Ja, wir haben gar keine Verteidigung, ne? Aber wir haben auch nur noch einen... Oh, shit. Alter, was machst du denn da jetzt? Aufs Maul kriegen machen wir. Eieieiei. Was ein Kampf, also healthmäßig sind wir echt am Arsch. Sowas von am Arsch. Ja, den da hinten könnte ich vielleicht noch kolonialisieren, hä? Oh no. Was ist das denn? Habe ich irgendwas, was alle trifft? Nicht wirklich, ne? Aber das sind 13 Damage. Das heißt, ich würde ihn rauskriegen. Ihn. Okay, die drei in der Mitte kriege ich raus. Schaut's aus. Er hier ist fast im Eimer. Und. Ah, das werden. Nope. Machen wir nicht. Machen wir nicht! Gib mir mal hier deine vier Schild. Witzka, ne? Was ein Kampf. Komm, gib mir doch mal so ein Ding, was mir keine Karte abwirft. Ey, Dogshop. Also, The Cometeers, geil, 6 auf alle Gegner, das wäre super. Ich glaube, ich möchte die beiden hier, danke. Und dann zeigt man, was hier drin ist.
ein Abandoned Lab. Ja. Danke, dass wir jemanden aussuchen durften dafür. Trash Star? Sind das Bauchmuskeln oder was? Wenn wir das ziehen, 5 Schaden auf alle. Okay. Das ist geil. Ich will direkt geheilt werden, bitte. Ich hätte gerne eigentlich den dann, ne? Aber... ich will ein bisschen... Rüstung haben. Dann nehmen wir... das hier. Das ist super gelaufen. Das ist ja super gelaufen. Oh, hätte ich den da... oh. Ja, gut. Immerhin gibt's auch nochmal 6 Schaden drauf, ne? Wollen wir Damage machen? Ich würde sagen, ja. Hauptsache, Schilde sind weg. Nice, wir haben das Ding gezogen. Schmerzhaft wird's auf jeden Fall jetzt gleich. Na gut, ich könnte 6 Damage damit rausnehmen. Aber wird trotzdem wehtun. Eieieiei. Ach, ein Ding. Müsste man auch dann erstmal wieder abwerfen, ne? Oh. 15 Damage, wenn da irgendwas drauf ist. Nice. Lass den jetzt erstmal. Scheiße! Ich wollte das Fusion mit ihm. Na gut, weg mit. Oh, das kostet jetzt. Weg mit ihm. Alter Lachs. Aber was soll's. Wenn wir jetzt. Was? Er macht immer noch... nein, macht nicht. Er macht keinen Damage. Der ist gestunt. So. Gorilla Faust. Das Ding in die Phrasen. Was ist das denn? The next incoming damage. Okay. Das könnte geil sein. Big Chill. Ja, komm. Gib mir das Ding. Er schon wieder, ne? Oh, halt, das sind die Blast Troopers, die ich gerade im Kopf hatte, die ich haben wollte. Naja, nimm mal den da. Gib mir noch mehr.
Ah. Lassen wir erstmal. Was? Planet intends to escape? Jetzt schon? Ohne Witz? Bist du wahnsinnig? Ja, Arschkrampe? Okay, er ist nicht abgehauen. Ha, was mache ich denn jetzt hier? Er ist abgehauen, ne? Scheiße. Specialized Efforts? Oh, einfach so, ja? Hier, random enemies, passt schon. Stan möchte nicht mal kommen. Versuchen wir, diesen Planeten zu kolonisieren? Das ist der Dude, der meine Viecher auffrisst, ne? Vierundzwanzig hat er schon drauf. Das mit dem checke ich nicht so ganz. Er futtert sich 7. Okay, das gediscardet, was uns Energie gibt, aber trotzdem ist das so ein bisschen, wo ich sag. Mach doch mal die Karten weg, der hält ein bisschen was aus. Ja, runter auf 15 Population, das ist nicht cool. Klatschen wir einfach weg. Ah, schade, dass wir das nicht hingekriegt haben, ne? Ja, colonizen ist nicht so einfach. Wer ist er denn? Okay, er hat Armor Bash. Du hast... Okay, pass auf. Okay, dann haben wir Stärke. Wir brauchen was, was den Gegner schwächt. Das ist auf einen random enemy. Ja, das ist. Ah, nee. Wir brauchen das Ding hier und hoffen, dass es hier trifft, ne? Okay. Armor Bash abgewehrt. Wir könnten ihn. Ja, komm, machen wir erstmal den da. Okay. Perfekt. Und dann kriegen wir keinen Damage. Sollen wir den da fast rausnehmen? Ja, komm. Okay. Der hat ordentlich Arbeit geleistet, ne? Knabbern. 220 ist hart.
Na, warte mal, wir können ihn direkt rausnehmen. Okay, haut er jetzt ordentlich zu, ja? Lass ich jetzt mal ganz kurz. Wer holt sich so einen Kollegen? Wir haben unsere Hand halb abgeworfen, wie es aussieht. Bitte was? Wieso kann ich denn da niemanden hinschicken? Wieso geht das denn nicht? What? Was soll das denn? Ja, ist ja nicht ganz cool, dass er die Hand abwirft. Dying. Ja. Fast. Bleibt nicht mehr viel Life übrig. Das wären 32 Schaden. Ja, komm. Vergessen, dass du die Hand abwirfst, das hätte ich den da vielleicht doch machen können. Ah, zu spät. Das sind 8 Armor, wir brauchen wir momentan nicht. Ne? Wieso kann ich nicht auf ihn drauf? Ey, das ist doch Mumpitz. Mumpitz ist das. Das macht trotzdem 3 Damage? Okay. Warum? Wegen meinen 3 Schaden? Oh. Was? Nee. Ich denke jedes Mal, wenn unten noch die Summe steht, dann ist Kacke am Dampfen, ne? Aber jetzt ist gleich die Kacke am Dampfen. Ja, war schön. Wir haben nicht 2x21, wir haben nur 2x18. Wir haben neue Karten unlocked. Okay. Okay, okay, da haben wir schon gesehen. Create a palette und draw. Drop Rocket ist eigentlich ganz cool. Drop Rocket ist cool. Ja, da gucken wir auf jeden Fall nochmal rein. Ja, mir gefällt das. Mir gefällt das. Man muss ja immer ein bisschen warm werden damit, ne? Und wie gesagt, ist eine Demo. Von daher fehlt da noch ein bisschen was. Aber ich bin gespannt, was daraus wird. Muss mal Raw Fury anschreiben. Ob die das Ding nicht auf dem Kanal haben wollen, ne? Ach Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.